Ja, willkommen zurück. Let's Play Minecraft. Wir wollten in dieser Folge, in der letzten Folge haben wir hier die ganzen Kisten sortiert. In der Folge wollten wir mal schauen, wegen Schilder. Jetzt bin ich natürlich erstmal am Überlegen, wo gibt es erstmal Schilder? Ich kenne mich in diesem Baumenü. Ah, ich glaube hier. Ah, Sticky und. Ja, das machen wir doch. Das machen wir, das haben wir, glaube ich sogar. Ich glaube, das haben wir. Wir haben 22 Stickies. Und wir haben das. Die Holzbretter haben wir auch irgendwo rumfliegen. Wenn ich jetzt wüsste, nur wo. Ah, hier. Sehr schön. Dann machen wir das mal. Können wir das nämlich beschreiben? Ist dann doch wesentlich einfacher. Ist auch ein Tipp von euch gewesen. Muss ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei euch. So, wie viel machen wir denn? 3 Stück gibt es daraus immer. Machen wir mal so 12. Dann haben wir erstmal ein paar. So. Erstmal. Da kommt jetzt mal ein Schild hin. Da machen wir erstmal. Schreiben wir jetzt erstmal. So. Essen. So. Fertig. Das ist Essen. Hier machen wir hin. Waffen. Und. Werkzeug. Achso, geht nicht. Da machen wir es anders. Waffen und. Na, das war falsch. Ich muss das auch bestätigen. Ganz vergessen. Waffen und Werkzeug. Genau. So. In denen würde ich gerne. Das war Krimskrams, ne? Genau. So, warte. Warte, warte, warte. So. Krims. Krams. Schreibt man das so? Ich weiß es gar nicht. Ich lasse es einfach so. So, fertig. Krimskrams. Ich weiß, Hauptsache, ich weiß, was es heißt. So, und hier machen wir dann Baumaterialien. Materialien. Bau. Eli. So, dann machen wir das so. Genau. Und dann machen wir hier auch nochmal Bauelemente, weil ich denke mir mal, wenn wir dann auf Reisen gehen und noch mehr machen, kriegen wir auf jeden Fall alle Kisten voll. Bau, Elemente. So, dann haben wir nämlich 4 Kisten für Bauelemente. So, dann müssen wir noch gucken, dass wir hier nochmal. Wo haben wir denn die Steine? Haben wir noch, da haben wir noch Steine. Dass wir mal hier für die Schilder doch mal oben was draufsetzen. Und hier auch. Das können wir eigentlich, können wir das hier oben zubauen. Das ist eh eigentlich total Wurst. Können wir vielleicht noch eine Fackel hinsetzen, wenn ich jetzt wüsste, wo die Fackel ist. Wo ich die reingepackt habe. Sehr intelligent von mir natürlich. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso noch sortieren. Also von so an. So. Ob das reicht von der Helligkeit, ich weiß es nicht. Es wird nämlich auch schon wieder Nacht. Was machen wir denn in den Kisten rein? Boah, da muss ich erstmal überlegen. Waffen, Werkzeuge, Bauelemente, Krimskrams. Ich glaube, das Schild reiße ich nochmal eben ab. Ich mache das höher. Ich mache das hier hin. Weil falls da noch eine zweite Kiste drauf kommt. Krims. Krams. So. Fettisch. Fettisch. Oh, es ist Nacht geworden. Ich gehe schlafen. Ciao. So, ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, jetzt so ein bisschen zu sortieren, die Kisten, weil sonst kommen wir auf keinen grünen. Genau, wir machen einfach mal. Warte mal. Kohle und sowas kann ja auch hier rein. Dann können wir in den Kisten vielleicht machen wir. Wie nennen wir das denn? Kohle und Co. Wir nennen das einfach mal Kohle und Co. So. Würde ich sagen, fangen wir damit erstmal an. Verschieben, verschieben.
Nein, das war Glas. Egal, verschieben, 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 verschieben. Genau, Kohle und Co. gehört nämlich dann auch dazu, hier die Eisenbarren und sowas alles. Würde ich jetzt mal sagen. Fangen wir damit an. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Genau, richtig. So. Bauelemente. Ich nehme das jetzt alles nochmal mit raus, weil ich das ein bisschen sortieren möchte. So. So. Dann fangen wir mal an. Dann machen wir mal Erde da rein erstmal. Wir haben irgendwo... Hatten wir irgendwo nicht schon... Ah, hier, guck mal einer an. Da ist doch noch Erde drin. Kies. Holz. Ah, das geht gar nicht. Weil wir voll sind. Voll. Voll wie ein Eimer sind wir. Also vom Werkzeug her. So. Ich habe immer das Gefühl, hier stampft immer irgendeiner rein. So. Dann machen wir Holz. Dann machen wir nochmal Holz. Dann machen wir mal nochmal Holz. Dann Stein. Ich will mal überlegen, ob ich das nachher nochmal ein bisschen umsortiere. Hier kommen noch die Dings rein. Die habe ich ganz vergessen, die Barren. So. Ja. Machen wir hier mal Glasscheiben und Glas. Da oben sowas wie Treppen und so. Und hier Dispender und sowas. Das kann auch alles hier mit bei Kohle mit rein. Weil das sind so Elemente, so Bauelemente oder beziehungsweise nicht Bauelemente, so und Co. sind das. Und ja. Jetzt muss ich mal schauen. Das kann dann, glaube ich, hier oben rein mit. Die Tür auch, die Treppe natürlich auch. Die Steine können damit rein. Die Glasscheiben damit rein. Und das Schild auch damit rein. Sehr schön. Sauber. So. Da war nichts, da war auch nichts. Waffen und Werkzeuge, das müssen wir gleich machen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. So, das nehmen wir mit. So. Ich würde sagen, Redstone und sowas kann auch zum Krimskrams. Nein, das... Mann, verdammt. Das natürlich nicht. So. Das kann auch zu Krimskrams. Das auch. Das auch. Das auch. Eimer kann zu Co. Der Eimer kann hier hin. So, der... Die Tür und sowas kann hier hin. Eisentür, Holztür. Haben wir sogar drei Stück. Leiter oder Treppe. Druckplatte kann auch hier mit bei. Stolperhaken, das kann hier mit bei Krimskrams. Bei Waffen und Werkzeug kann man eigentlich die Pfeile schon mal mit reinpacken. Und die Bögen, genau wie das Schwert auch. Aber das möchte ich ein bisschen sortiert haben, weil ich bin da so ein Sortierfuchs, bin ich ganz ehrlich. So. Weil da bin ich ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen eitel. Da bin ich ein klein wenig eitel. Was das Sortieren angeht. Wir müssen sowieso Waffen noch bauen von so an. So, die kann hier mit hin. Da haben wir noch Fackeln. Das kann... Fackeln und Stickies kann hier hin. So. Ausrüstung kann auch hier hin. Fangen wir da von oben an. Das ist besser. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Wo packen wir denn den Ofen rein? Da bin ich gerade bei, ich glaube hier bei Co. Das kann aber dann... Machen wir das anders. Machen wir hier die Zylinder und sowas. Alles packen wir alle hier oben rein. Mit dem Ofen.
Den Ofen brauchen wir sowieso nachher, um nochmal aufzustellen. So, die ist leer, die ist auch leer. Was machen wir denn hier rein? Wir haben hier noch... Weil da haben wir gar nichts. Müssen wir mal gucken. Da ist noch ein paar Essen drin. Ich glaube, soweit haben wir aber alles jetzt sortiert. Ich glaube, soweit haben wir alles. Die Kisten da hinten werde ich nochmal abreißen. Und nochmal umstellen, weil die passen mir nicht, dass sie so in die Ecke stehen. So. Genau, das ist viel, viel besser, viel, viel organisierter. Sehr schön. Ja, nächste Aufgabe, wissen wir ja, müssen wir hier einreißen. Gottes Namen. Hatten wir ja vorgehabt. Wollen ja die Wand einreißen. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So. Natürlich mit der Holzaxt geht das natürlich ein bisschen langsamer, aber wir haben ja noch ein paar Äxte da. So. Lalalalalalala. Holz, 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 Holz. Na, da war ich zu schnell. Da habe ich gedacht, das geht irgendwie schneller. So, sehr schön. Klick, 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 klick. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt doch noch die Wand hier einreißen. Dann habe ich das doch ein bisschen falsch geplant. Aber dadurch haben wir dann natürlich einen noch größeren Raum. Hier war ja nichts auf der Wand, ne? Nee. So. Ist ja nicht so schlimm. Dafür können wir ja hier immer noch umbauen. So. So. Ja, Glasscheiben müssen leider weg. Leider. Tut mir leid, aber leider müsst ihr weg. So. Hier machen wir natürlich zu. So. Und ja, das machen wir natürlich auch noch so. So. Jetzt haben wir natürlich hier die abgesetzte Decke. Aber egal. Aber das wirkt schon wesentlich, wesentlich räumlicher und wesentlich größer. Was ich sehr schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil damit haben wir noch mehr Platz geschaffen für das, was da vielleicht irgendwann mal kommt. Ich weiß natürlich nicht was. Nicht reinfallen. So. Jetzt brauchen wir natürlich unseren Fliesenleger Ingo oder unseren Laminatverleger. Der natürlich für uns wieder das Laminat verlegt, das Eichenholz. Nicht das Eichelholz, sondern das Eichenholz. Nicht das, was ihr wieder denkt. Ne? So. Steine legen wir auch wieder da rein. Kann auch mit da rein. So. Sehr schön. Ach, das war's schon. Mehr hatten wir gar nicht. Waren das so wenige gewesen? Tatsache, ich glaub's ja nicht. Das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen Eichenholz bauen. Kriegen wir ja hin. So. Jawohl, sehr schön. Boah, geil. Cool. Boah, wie geil das aussieht. Auch das mit der Borde hier, so mit dieser Holzborde, finde ich voll cool. Finde ich richtig geil. Im Ofen war ja nichts mehr außer Kohle, ne? Genau. Außer Kohle, Kohle, Kohle. So. Nehmen wir mit. Das Bett reißen wir jetzt auch erstmal nochmal ab. Denn ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier, damit hier keiner mehr reinkommt, erstmal die Türen. Wir haben noch zwei Druckplatten. Wir haben noch eine Eisentür. Die müssen wir gleich auch nochmal noch für außen noch machen. Das können wir mal eben machen mit dem, mit der Werkbank und den Eisenbarren. Das war hier. Davon haben wir ja gut gesammelt. Richtig ordentlich vor allen Dingen. Und machen wir das mal eben. Wir brauchen nämlich noch eine Tür. Warte mal, wie viel brauchen wir denn noch? Wir haben eine für hier. Die können wir mal eben schon mal einbauen. Nein, falsch. Falsche Seite. Ah, da komme ich nicht mehr rein, ne? Verdammt.
Obwohl, warte, doch, kommen wohl noch rein. Haha. Jawohl, sehr schön. So, das heißt, hier haben wir eine Eisentür, da haben wir eine Eisentür, damit ja auch keiner einbricht. Wir wollen ja keine Einbrecher haben, ne? Und da brauchen wir also zwei Stück brauchen wir noch. Gut, da machen wir uns zwei Eisentüren. Boah, geil, was für neue Türen es gibt. Ist ja cool. Boah, geil. Dschungelholztür. Cool. Eine Holzfalltür. Geil. Ich glaube, die anderen werde ich mir mal... So, zwei Stück. Nein! Verdammt! Jetzt habe ich sechs gemacht. Nein! Stimmt, es gibt ja aus einem gibt es ja drei, glaube ich. Ne, war doch so. Ja, hier muss ich aber erst die Druckplatte bauen. Weil ich habe keine mehr. So, müssen wir mal gucken. Wo waren jetzt nochmal die Druckplatten? Da waren die Druckplatten. Da bauen wir uns mal... Vier Stück von. Da brauche ich jetzt wieder Holz. Und es ist Nacht geworden. Ich höre schon wieder irgendein Zombie. So. Druckplatte. Druckplatte. Jawohl. Ganz schnell jetzt die Tür zu machen. Aber ganz schnell. Ich habe so eine ganz böse Befürchtung gerade. Boah, Gott sei Dank. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen sicher, außer die Fenster, die fehlen noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und wir müssen noch Fackeln bauen. Das ist mir alles viel zu dunkel hier. Da habe ich so ein bisschen Muffen, dass hier wirklich die Monster spawnen. Deswegen müssen wir mal gucken, müssen wir mal schauen. Ich mache hier nochmal eine Fackel hin, dass hier keine dunklen Stellen entstehen. So, wo ist das Bett? Ganz schnell schlafen. Na, so, dann können wir nämlich wenigstens jetzt schlafen und die Nacht überwinden. So, nochmal einen Schluck Kaffee getrunken. Bett nochmal abbauen. Ja, so, was wollte ich machen? Ich wollte Räume erstellen, nicht wahr? Auch mit Stein. Haben wir da noch Stein? 64 Stein haben wir noch und einen. 64 und einen. So. Ich würde gerne mir so ein Schlafzimmer bauen. Aber wie? Also hier soll der Flur sein halt. Wisst ihr was? Wir bauen uns erstmal eine Tür. Ich wollte ja diese Tür bauen. Wie bauen wir denn die Tür? Ach, Birkenholztür. Da muss ich mal schauen. Haben wir Birkenholz? Haben wir. Ja, sehr schön. Da können wir nämlich Birkenholztüren bauen. So, wo haben wir es denn? Verdammt. Birkenholz brauchen wir dafür. Da. Reicht das nicht schon? Ah, okay. So. Na, ich habe schon wieder viel zu viele gebaut. Ich vergesse es immer, dass man daraus drei kriegt dann. So viele Türen. Geil. Boah, wie cool. Ist ja richtig cool. Jetzt wünsche ich mir noch eine Druckplatte. Bin ich ganz ehrlich. Verdammt. Jetzt fehlt mir noch eine... So ein Mist aber auch. Ich habe da immer viel zu wenig von. So. Genau, sehr schön. Dann geht das auf und geht dazu. Jetzt wollen wir überlegen, wie wir das oben machen. Was mache ich oben hin? Mache ich da Stein? Ach, wisst ihr was? Wir haben ja davon... Wo war das? War das hier? Ja, natürlich. Komm, das gönnen wir uns. Komm, das gönnen wir uns. Mal ein bisschen hier auf die Kacke hauen, ne? Aber nur... Ah, das gefällt mir aber hier nicht. Hallo? Kommt voll durcheinander. Ja, von hier aus sieht das wieder gut aus, aber von der anderen Seite nicht. Ich weiß nicht. Aber trotzdem können wir mit den Glasscheiben schon mal hier ein paar Glas... So ein bisschen die Fenster schon mal einbauen, wenn wir schon mal dabei sind. Können wir das schon mal tun. So, müssen wir eben hier... Bloß nicht verbauen.
Das wäre fatal. Ja, sehr schön, sauber. Sehr schön. Ist das auch schon mal fertig? Hier machen wir auch eine rein. Haben wir ja gesagt gehabt. Ich glaube, das reicht sogar. Aber wir müssen trotzdem natürlich Material holen, wie Sand und sowas. Weil wir das ja irgendwann mal brauchen werden. Wenn wir nochmal irgendwas bauen. Vielleicht eine Garage. Man weiß es ja nicht. Aber ich würde mir so wünschen, wenn es hier bewegliche Blöcke geben würde. Was ich hier alles bauen würde. Das hier, das hat schon gereicht. Ich glaube es ja kaum. Ist ja faszinierend. Sehr schön. Ja, wunderbar. Das Türsystem ist noch nicht ausgereift. Man merkt's. So. So, die Tür kann auch mit da rein. Die kann auch mit da rein. Stein kann mit da rein. Da, 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 da. Die Kohle kann da mit rein. Der Ofen kann hier mit rein. Und die Eisenbarren kommen dann hier wieder rein. Erstmal. Vorsichtshalber erstmal. Und. Genau, ich lege mir das Bett jetzt erstmal hier hin. Und. Ja, würde ich sagen, für diese Folge war es erstmal wieder gewesen. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken, ob wir dann hier. Wie wir das hier ausbauen mit dem. Mit den Räumen. Ob ich hier noch, wie gesagt, nochmal einen extra Raum mache, nur fürs Schlafzimmer. Ob ich das hier hin mache irgendwie. Müssen wir schauen, werden wir sehen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Also, bis dann, ciao.